Die Bundeswehr im Angesicht von Putins Krieg gegen die Ukraine. Im Fall der Fälle, sind wir überhaupt einsatzbereit? Nein, sagt Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr Alfons Mais. Am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine hat der oberste Heeressoldat im Netzwerk LinkedIn gepostet, die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da. Veraltete Ausrüstung, schlechter Zustand vieler Systeme, Mangelwirtschaft. Ein Beispiel gefällig, NATO-Übung Noble Ledger in Norwegen 2014. Eine Einheit des deutschen Heeres macht mit Schützenpanzer vom Typ Boxer. Allerdings, für diese Panzer gab es keine Waffensysteme, also haben die Soldaten Besenstiele genommen, schwarz angemalt und so getan, als seien das die Bordwaffen. Keine Pointe. Das liegt natürlich auch am Geld, sagen Fachleute. 2% des Bruttoinlandsprodukts müssen alle NATO-Mitglieder in ihre Verteidigung investieren. Deutschland macht das nicht. Seit Jahren.